Aber vielleicht jetzt. Das Ankh. Immer noch nicht. Dabei ist doch das Ankh in der ägyptischen Kultur bzw. Mythologie, aka, ja, keine Ahnung. Ja, das Auge des Horus bringt auch nichts. Ja, das sind alles vier so typische ägyptische Reliquien, sage ich jetzt mal. Und die Tür geht jetzt nun auf. Und da ich irgendwie das Gefühl habe, dass hier gleich das Levelende ist, zumindest hoffe ich es. Ja, guckt euch das an. Guckt euch das an. Ich habe fast volle Energie und habe dieses Level beendet. Ein schönes Level, finde ich. Viel zu entdecken. 2 von 3 Secrets, ja gut, das ist jetzt nicht so sonderlich viel. 13 Kills, oh, das geht. Pickup 33. Nächstes Level. Können wir gleich gucken, wie es heißt. Das erste. Den ersten Safe. Und es heißt Sanctuary of the Xion. Also die Heiligtümer des Xion. Ja, das. Das dritte und letzte Level auch schon in dem guten Ägypten. Oh Gott, nein, wir müssen schon wieder gegen irgendeinen kämpfen. Erinnert ihr euch noch an die ersten zwei Levels? Da musste man ja gegen den Typen aus dem Intro, weiß nicht, Larsen, glaube ich, hieß er, und dann noch gegen unseren Tierschützerfreund, der übrigens Pierre oder so hieß. Ihr wollt mich doch jetzt voll verarschen, oder? Ja gut, das ging eigentlich jetzt ganz gut. Muss ich eigentlich ehrlich eingestehen, also ich habe jetzt ein bisschen mehr Energieverlust gerechnet, aber was soll's. Umso besser. Also da ist schon mal Munition. Ich find's immer so herrlich, wenn Lara sich irgendwo stößt. Na, was haben wir denn hier so? Ein großes Medipack. Sehr schön. Komische Ansicht. Nochmal so einen kleinen Rundumblick bekommen. Ich weiß gar nicht, in einem der nächsten Levels bekommt man, glaube ich, auch die letzte Waffe. Also spätestens dann.
sollte man die bekommen. Okay. Game over. Not with me. Ein Tod lasse ich mir ja ganz gern gefallen, aber zweimal an der gleichen, nein, das ist nicht zu verkraften, deswegen bin ich jetzt mal so ein bisschen vorsichtig, damit ich hier auch nicht ein bisschen mehr manövrieren kann. Schade, von hier aus kriege ich das Ding höchstwahrscheinlich gar nicht. Muss ich unten damit kämpfen, ne? Oh, Scheibenkleister. Was bist du denn? Schießt da einfach auf mich mit irgendwelchen Organen. Komm her, du Organspender. Ups. Jetzt schießt er mit Knochen. Ich lasse das nicht zu. Verkrampft. Der riecht das immer so, wenn ich da so hoch will. Deswegen mache ich das jetzt so.
Gong, put, 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 put. Lara, es wäre auch eine kleine Hilfe, wenn du den Gegner auch anvisieren würdest. Oder ist das einfach für dich zu weit weg? Scheint von der guten Lara einfach zu weit weg zu sein. Ich finde es immer halt so herrlich, wenn das Ding auf einmal weg ist. So grafische Fehler. Da haust du wieder ab, was? Aber ich hab ehrlich gesagt wenig Lust. Darüber zu klettern. Das Ding kommen sehen und mich dann abknallen. Ja, mach ich jetzt mal. War ja so klar, dass das Ding das jetzt macht. Sorry, aber die Energie brauche ich. So, das ist eine Erleichterung für die Seele.